Moin Moin und damit herzlich willkommen. Wir freuen uns. Es ist Sonntag, Punkt 12 Uhr und da kommt auch schon der letzte Teilnehmer, der schreibt, anwesend. Die Leute im Chat sind auch schon ganz munter und ich denke, dass das auch so bleiben wird. Yay! Ihr seht hoffentlich Brawlhalla. Hier wird das Ganze quasi starten. Wir haben bereits den ersten Raum erstellt, nach den Turnierregeln, die wir ja quasi hochgeladen haben. Also auch nochmal vielen Dank an den Seba, der uns dabei tatkräftig unterstützt hat. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank dir nochmal an dieser Stelle. Dieses Turnier ist, glaube ich, nur so jetzt entstanden, weil Seba uns da auch wirklich tatkräftig unterstützt hat. Seba hat gesagt, mach, und wir sagen, ja, Chef. Du musst das so machen, ja, Chef. So ungefähr kann man das auch sehen, richtig. Also, wir werden gleich das Spiel starten. Also, ihr seht auch schon, Xaline und Blade Defender spielen gleich. Sind die Ersten, die dran sind. Also, die beiden wählen sich jetzt einen Charakter aus und keiner sieht, also weder wir noch die beiden sehen, welchen Charakter der andere wählt. Also, nur sie selber wissen, was sie wählen. Das erhöht nochmal so ein bisschen die Spannung beim Spiel. Beide werden die ersten Stats wählen. Und wenn beide gewählt haben und das Spiel beginnt, wird Xaline anfangen, drei Maps zu striken. Also er streicht drei Maps, die er nicht spielen möchte, streicht er raus. Danach wird Blade Defender den Rest strike, bis nur noch eine einzige Map übrig bleibt. Und die wird dann gespielt. Und dann startet das Match. Best of Three. Also wer zweimal gewinnt? Ganz genau, so läuft's ab. Also wie gesagt, wird ein Best of Three. Das bedeutet, jeder hat drei Leben. Und sobald der Erste quasi alle Leben aufgebraucht hat, verliert dieser. Der andere kriegt dann einen Punkt. Und dann kommt die nächste Runde. Und sollte der Gewinner quasi in der nächsten Runde erneut einen Sieg davon tragen, bedeutet dann, er hat zwei von drei Siegen für sich entschieden, kommt er automatisch in die nächste Runde des Turniers und derjenige, der es nicht geschafft hat, fliegt dann quasi raus, beziehungsweise schafft es nochmal ins Losers Bracket. Und damit ihr überhaupt seht, was reden Con und Mick da gerade, zeigen wir euch mal ganz kurz eine kleine detaillierte Ansicht des Turnierbaums. Genau, die seht ihr jetzt quasi im Stream. Die Teilnehmer sind einmal der liebe Xaline, der gegen Blade spielen wird. War der auch schon im Chat quasi. Könnt gerne mal Hallo in den Chat schreiben. Ihr seht sie auch schon quasi hinter dem Turnierbaum im Spiel selbst. Sie starten nämlich jetzt gleich die erste Runde. Und dann erklären wir nochmal, wie es mit dem Map-Striken eigentlich davon gehen wird. Tora kommt dann quasi als nächster gegen Sodo, auch schon beide da, schreibt auch gerne mal kurz Hi. Danach kommen Big Cat gegen Lee Control und Big Cat ist ja bereits da. Lee Control müsste noch auftauchen, sollte er es zu diesem Zeitpunkt nicht schaffen, würde das wahrscheinlich ein sehr einfacher Zug in die zweite Runde für Big Cat bedeuten. Und zu guter Letzt spielen dann Hester Bull gegen Dionox Dodo. Schreibt alle auch mal gerne ein Hi in den Chat, zeigt, dass ihr da seid, dass ihr präsent seid. Und wie gesagt, Mick wird euch einladen. Die ersten Runden laufen im Best of Three ab. Und die Semifinals bzw. die Grand Finals finden dann nochmal im Best of Five statt. Das bedeutet, da gewinnt derjenige, der zuerst drei Punkte für sich entscheidet. Und falls beide Kontrahenten jeweils zwei Punkte ergattern sollten, findet dann quasi im fünften Match das letzte Match zum Best of Five statt. Das sind soweit die Regeln, wie das Ganze ablaufen wird. Vielleicht sei noch an dieser Stelle gesagt, solltet ihr in der ersten Runde ausscheiden bzw. verlieren, macht euch nichts draus, denn ihr landet dann automatisch unten im Losers Bracket. Und da habt ihr nochmals die Möglichkeit, mit den anderen Verlierern, das klingt jetzt so hart mit den anderen Verlierern, quasi dann nochmal ins Finale einzuziehen. Das bedeutet, wenn ihr beim ersten Mal quasi einen schlechten Start habt, nicht verzagen, ihr habt nochmal eine zweite Chance und könnt euch dann nochmal bis nach vorne arbeiten. Und wir denken, dass das ein ganz cooles Turnierprinzip ist, das ja auch wirklich offiziell in den Brawlhalla Championship Series verwendet wird. Genau. Dann würde ich auch sagen, können wir so langsam anfangen? Auf jeden Fall. Ja, und vielleicht die Frage an den Chat, wie geht's euch denn allen? Habt ihr einen guten Start in den Tag gehabt? Was macht das Wetter bei euch? Schreibt es doch gerne mal in den Chat. Würde uns sehr, sehr interessieren. Also bei uns, wie sieht es denn bei uns aus, Mick? Wollen wir mal einen Blick aus dem Fenster wagen? Also das Wetter geht, also es bleibt bei mir erstmal draußen, es bleibt erstmal vor der Tür. Das kommt nicht rein. Oh, also bist du so hart zum Wetter, ja? Ja, es muss heute draußen bleiben. Es ist bewölkt, es ist grau, das perfekte Spielewetter. Ja, vielleicht stellen wir uns nochmal für alle die uns nicht kennen, kurz vor. Also mein Name ist Con. Meiner ist Mick. Und wir sind quasi die beiden streamenden
Streamer von Mikons World. Ja, genau. Deswegen Mikons World, ja. Deswegen Mikons World, uns gehört quasi hier dieser Channel. So, ich sehe gerade quasi in-game, dass alles bereit ist, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich. Und zwar, das hatte uns der Seba glücklicherweise erklärt, das Balancing von dem Spiel betrifft hauptsächlich oder nur, er wird vielleicht nochmal gleich in den Chat schreiben, nur die Stats 1. Das ist halt gebalanced. Also halt jeder hat die gleichen Chancen. Deswegen steht es halt auch in den Originalregeln, nur Stats 1 fehlen. Genau. So, es hat damals begonnen. Wir schauen uns nochmal an, ob das Ganze jetzt so läuft, wie es laufen soll. Wundervoll. Die beiden haben es instant perfekt gemacht. Es wurden alle Maps bis auf eine gestrikt. Und wir sehen, dass Xailin jetzt mit Hattori spielt, während Blade sich nach wie vor für seinen Budvar entscheidet. Wir wünschen den Kontrahenten viel Glück und schauen uns quasi, wie jetzt die hoffentlich erste richtige Runde abläuft. Und da bekommt auch schon Xailin die erste Waffe, Blade gleich hinterher. Jetzt heißt es quasi Katana gegen Schwert. Wir versuchen sich hier wirklich gerade rauszuhauen und Blade hat den ersten wahnsinnig guten Treffer gelandet und kriegt damit quasi auch noch das erste Strikeout. Jeder Charakter hat einen anderen Vorteil gegenüber dem anderen. Blade tanzt auch. Blade feiert. Wohin? Zack! Oh. Hat sich jetzt auch endlich eine Waffe geschnappt und befördert Xailin raus. Sehr schön. Gut gespielt. Genau. Und da wurden die Maps bereits gestrikt. Wow! Vielleicht muss man auch zugeben, man hat dem anderen irgendwas ganz anders wirken. Und das war ein sehr guter Treffer mit der Speerspitze. Und gehen damit ins nächste Match über. So. Vielleicht zeigen wir auch noch mal ganz kurz die beiden, ne? Ihr seht da, Boraku Sodo mit dem Orange. Sodo schafft es gerade noch mal, sich wieder aufs Spielfeld zu begeben. Sehr schön. Wow. Läuft bisher sehr gut. Auch 5, 6 kleineren Ausfällen sind, so könnte man es auch beschreiben. Oh, und quasi beide mit der Stance 1. Und Sodo entscheidet sich jetzt für eine neue Legende. Combo-Angriffe. Das war's. Oh. Predicted, sehr gut rausgeschossen. Tada! Wir schauen mal, ob das die richtige Wahl war. Ja. Relativ gleich aus. Ja, das macht die Sache halt auch wirklich interessanter, auch gerade halt Neulinge. Fehler, überall fehlt. Sich einmal verschlagen, aber gleich ausgewässert. Und Sodo hat Blade draufgebrettert. Ich finde, nicht nur schön anzusehen, sondern auch sehr schön zu bespielen. Und beide nehmen natürlich Stance 1. Oh, und wir haben eine Überraschung. Sodo, der bisher immer mit Orion gespielt hat oder sehr viel mit Orion gesehen, Pfeile. Ja, und für Blade wirklich um alles. Quasi von Sodos Lucien wirklich rausgebrezelt mit einem Schuss. Und da hat jetzt Blade nachgezogen. Wundervoll. Super. Also ich weiß, ich muss neutral sein, aber bei Schusswaffen kann ich das nicht. Blade, super. ich muss, ganz ehrlich, ich find's super. Also jeder hat seine Vorlieben. Ja. Und seine Hassmomente, ja. Irgendeinem Gegner nicht klar, da hilft es, den Char selber mal zu nehmen. Light Attacks, mit denen Blade sichtlich zu kämpfen hat. Aber Blade schafft es wirklich, Sodo nochmal zu
zuzusetzen und befördert ihn nach draußen. Das war das Comeback. Wahnsinn. Wirklich ein Applaus. Ja, und es geht quasi wieder ins Matchup, weil haben dieselbe Legende gewählt. Und Solo packt jetzt eine Queen Nye aus. Wir sind sehr gespannt, denn auch die Queen Nye hat vorhin schon gute Dienste geleistet. Schauen wir mal, ob sie es wieder tun wird. Das denke ich auch sagen würde. Und das war's! Geste, man, sieht's. Man sieht's. Genau. Derjenige, der die Krone hat, weiß, er soll als erstes striken. Genau. Es geht dann quasi jetzt richtig ins nächste Matchup. Dionox gegen... Dionox sieht aber auch kein bisschen besser aus gerade, was zumindest die Lebensanzeige angeht. Und das war wundervoll getroffen. Vielleicht ist es auch pure Berechtigung. Vielleicht denken sie sich, wow, da hat Big Cat gerade die geworfene Mine von Dionox wundervoll gefangen. Also Big Cat schenkt Dionox gerade nichts. Nee. Ah. Das tat weh. Wow! Und zwei vollkommen neue Legenden haben quasi damit das Spielfeld betreten. Das ist Kirby, wie kannst du es wagen? Und das war's. Um die Bockwurst, um die Kirby. Was war das denn? Wow! Mit dem Horn nach draußen katapultiert. Oh, die schenkt ihm nichts, ne? Also. Wow! Wow! Und das war gerade eine 180-Grad-Wendung. Blade hat gerade Probleme, auf die Plattform zu kommen. Und Sodo ist natürlich mit seiner motorisierten Raketenlanze am Start. Da passt man kurz nicht auf. Wow! First Strike an Dionox, völlig zu Recht. Sehr, sehr sauber gespielt. Ich jetzt schon freiwillig seine Waffe abgeben. Das stimmt, da hast du recht. Da hat Sodo einen Schlag, der... Boah, Queen Nye kann jetzt aufholen. Der dritte Schlag, der sitzt. Der vierte Schlag, der sitzt. Das war knapp. Das war haarscharf. Wow. Jetzt habe ich nicht genau gesehen, welche Map es war, glaube ich. Dionox nimmt seinen gefürchteten pinken Chor raus. Und Big Cat bleibt natürlich auch seiner blauen Azuri treu. Wir wünschen euch beide viel Glück. Das Finale im Mikros World Brawlhalla Casual Community Turnier beginnt hiermit. Offiziell, wir drücken euch allen die Daumen. Das ist wirklich wow. Und da wirft Dionox Big Cat nach unten und befördert ihn nach draußen. Das war's, sehr gut gespielt. Big Cat bleibt seiner Azuri treu und Dionox packt jetzt seinen gefürchteten Lucian raus. Das könnte echt bitter werden. Oh ja. Oh, Big Cat muss gerade hart einstecken. Wow. Richtig gut gespielt von Dionox. Was? First Strike in der 28. Sekunde, das gibt's nicht. Das ist unfassbar. Big Cat versucht natürlich gegenzuhalten. Beide spielen auf einem höheren Tempo-Level als die Spiele zuvor. Big Cat wurde gerade rausgeschleudert von Dionox, hat damit nur noch ein Leben. Dionox wurde jetzt aber auch hart angeschlagen. Es wird quasi wirklich... Oh, das könnte das aus für Big Cat bedeuten. Kann sich Big Cat nochmal zurück in die... Nein, das war es. Das war es, liebe Freunde der guten Unterhaltung und der schlechten Gameplays. Dionox schafft es, Big Cat mit einem Bombenwurf nach draußen zu befördern. Und damit ist es soweit. Der liebe Dionox hat es geschafft, ungeschlagen quasi durch die gesamte Winners Lounge bis durchs Finale zum ersten Platz quasi zu spielen. Das war's. Alle einmal herzlichen Glückwunsch an den lieben Dionox. Also, sehr gut gespielt, Big. Und echt Respekt, dass du bis dahin gekommen bist. Echt sehr gut gespielt. Dionox, echt Glückwunsch, ohne ein einziges Mal zu verlieren. Grandios. Damit ist es entschieden. Der liebe Dionox ist auf dem ersten Platz gelandet. Big Cat auf dem zweiten. Und der liebe Sodo ist auf dem dritten Platz gelandet. Und wir bedanken uns auch an alle anderen fürs Mitmachen. An alle 8 Teilnehmer möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Nämlich den lieben Xylin, dem lieben Blade Defender, dem lieben Tore MC, Borako Sodo, Big Cat Droykim, natürlich auch den lieben League Control YouTube.
Hestabuhl, der natürlich heute das Abzeichen für den vorbildlichsten Spieler bekommen hat und zu guter Letzt in der Tabelle, aber der erste Platz im letztendlichen Turnier, Dionox Dodo. Ein super geiles Turnier, super, also danke, dass ihr alles super mitgemacht habt, es hat alles reibungslos funktioniert. Genau. Also auch uns hat es mega viel Spaß gemacht. Ja. Es war wirklich richtig lustig, das Ganze zu casten. Und auch so, wie das Ganze im Hintergrund lief, ist das wirklich sehr, sehr super abgelaufen. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an den lieben Seba, der uns quasi geholfen hat, das ganze Turnier so aufzubauen, wie es am Ende abgelaufen ist. Denn ihr habt hier ein Turnier gespielt, das den Competitive-Regeln der richtigen Brawlhalla-Turniere der Championship Series nachempfunden ist. Und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön natürlich auch an alle Zuschauer. Wir haben immer noch 20 Leute. Wir sind mit 26 Leuten gestartet, waren dann zwischendurch bei 18, jetzt wieder bei 20. Vielen lieben Dank euch allen, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr dabei wart, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt habt, sowohl im Chat als auch quasi um das Turnier herum. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei allen fürs Mitmachen, bei allen fürs Teilnehmen, bei allen fürs Zuschauen und für die aktive Teilnahme im Chat. Seid auch wieder gerne das nächste Mal dabei. Das war das erste Turnier. Wirklich sehr gut gelaufen. Wir freuen uns auf euch alle. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und der liebe Mick hat traditionsgemäß das letzte Wort. Also ich danke euch nochmal allen fürs Mitmachen. Hat super viel Spaß gemacht. Damit noch einen schönen Rest Sonntag. Und man hört sich. Tschüss.